Online-Fundraising sind alle Online-Maßnahmen, also alles, was wir im Internet und drumherum machen, was unsere Einnahmen steigert. Das heißt nicht unbedingt, dass die Einnahme auch online geschehen muss. Es kann durchaus sein, dass ich dort eine Recherchequelle bin, dass ich dort Anlasspunkt bin, sich überhaupt mal mit mir in Kontakt zu setzen. Ja, erstmal brauche ich einen Pitch. Ich brauche auf meiner Webseite überhaupt erstmal die Aussage, dass ich Geld brauchen kann und wofür ich das Geld brauchen kann. Und dann brauche ich natürlich technische Sachen. Es wäre nicht schlecht, auch ein Fundraising-Formular zu haben, also ein Spendenformular, in dem der Transfer stattfindet. Aber vielleicht ist das für eine ganz kleine lokale Kirchengemeinde nicht mal das Wichtigste, sondern wirklich sich klar zu machen, wofür brauchen wir Geld, wie viel Geld brauchen wir und wer sollte uns das warum geben und das eben auch klar zu kommunizieren und nicht so verschämt in der Ecke zu stehen und zu sagen, na, Spendenformular, wenn Sie unbedingt wollen, dürfen Sie uns hier auch Geld geben, sondern wirklich auch zu fragen. Also die technische Abwicklung von Formularen und Co., das kann ich auf externen Plattformen machen, das kann ich auf meiner eigenen Webseite machen. Das ist relativ problemlos, dann gehe ich auf eine der größeren Spendenplattformen und richte das da ein. Ich muss mir bloß bewusst machen, dass für die Beziehung, für die Fragen bin ich selber zuständig. Das heißt, ich muss selber Menschen besorgen, Menschen ansprechen, Menschen fragen, ob sie mich denn nicht unterstützen wollen, beziehungsweise mein tolles Projekt. Crowdfunding ist erstmal etwas, was wir seit Hunderten von Jahren tun, auch gerade in der Kirche, nämlich viele Leute daran beteiligen, etwas zu finanzieren. Und das ist erstmal nichts anderes, was wir in jeder Form von Fundraising tun. Crowdfunding in der neueren Definition hat jetzt ein paar Besonderheiten und eine dieser Besonderheiten ist eben auch, dass es eine Gegenleistung gibt, die abhängig von der Spende ist. Und da müssen gemeinnützige Organisationen einfach nur stark aufpassen, dass sie da eben noch bei einer Spende mit der freiwilligen Leistung sind und nicht im Sponsoring mit Gegenleistung reintauchen. Also aus meiner Sicht kann man viel vom Crowdfunding lernen. Klassisches Crowdfunding ist aber eigentlich jetzt nicht unbedingt der klassische Weg des Fundraisings, der dort erfolgsversprechend ist.